Wenn ich das alles richtig habe, dann müsste jetzt hier. Wingardium Leviosa. Wir haben die Rakete. Die ist dann beim letzten Mal aus irgendeinem Grund verschwunden. Und nun? Wir sind mal wieder hier. An die Rakete mussten wir doch losfeuern, um das da oben. Oder nicht? Dann ist die Rakete wieder falsch abgefeuert. Wir brauchen noch ein Teil, damit das Ding dort, damit das Grammophon zusammengewachsen werden kann. Ja, geht es richtig? Hier holt uns das Grammophon darunter. Aber wir können es nicht zaubern, weil wir noch kein. Weil es noch irgendein Teil fehlt. Das ist, ich werde hier bekloppt. Das Ding kriegen wir nicht kaputt, oder? Ich gehe kaputt. Ich gucke mir hier gerade einen Workflow an. Okay. Der macht hier als erstes. Ach so, vielleicht können wir hier. Die macht die Statue hier kaputt. Die Statue! Hätte ich gar nicht neu starten müssen, nicht nur die Statue hier. Ich gehe kaputt. Ja, da war ja das Grammophon. Na, sehr schön. Da ich das Offensichtlichste übersehen. Grundlos schnell gestartet, ich honk. Zerstörung, Randale. Randale, Hippie. Na komm, 100% Stats. Nein. Da sind sie verschwunden. Noch ein paar Stats. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Den wahren Zauberer. Ist ja fast. Ah, hier sind ein paar blaue. Sehr schön. Zwei von drei. Okay, wo war das letzte? Das würde ich jetzt auch gerne komplett machen. Ah ja, hier, da brauchen wir den Arthur Weasley dazu. Ja gut, das können wir jetzt nicht machen. So. Ein Blümchen. So. Amboss. Mit der Amboss mal grad. Oder auch nicht. Wieder so ein Problem hier oder was? Ach Mensch. Das verschwindet während ich. Ach man. Ich friss meine Schmortziege. Das ist doch hier. Na komm, na komm, na komm, na komm, es ist doch hier. Es ist zum Heulen. Muss habe ich das vielleicht mal machen? Na komm. Mami, ich will nicht mehr.
Meine Fresse. Ich hoffe, das wurde richtig geklippt. Muss nachher mal klippen. Das war ja blöd hier. Das war eine Nummer. So, willkommen hier. Sehr schön. Das verschwindet im Kabinett. Vogel. Irgendwie gestaltet. Und der Genie-Kuss. Tja, oder auch nicht. So, Level beendet, endlich. Steine insgesamt. Goldene Steine. Geschichte fortsetzen, machen wir weiter. Let's go. Felix Felicis. Ja, der Trank des Glücks. Erstmal Tanz abführen. Sitzen bilden ist manchmal auch schwierig. Ja, sehr schön. Verstreh, gelbe Kleeblätter hinter mir. Ja, also ich habe hier versprüht. Grüne. Achso, hier, Sekunde. Können wir hier vielleicht mal jemanden retten? Der hier schon seit dem fünften Teil drin steckt. Oder auch nicht. Ich dachte, der wäre im Ritter drin. Ah, doch. Tut er auch. Und wir konnten es die ganze Zeit mit Wingardium Leviosa machen. Aha. Ja. Sehr schön. Und das Höhlenendchen Ende. So, weiter geht's. Ha, ich wusste es doch. Müsste mir der Geist nicht zeigen. Kenne ich schon von alleine. Oh, jetzt brauche ich Aquamenti, um weiterzukommen. Das ist sehr toll. Und weiter geht's. Da gibt es noch ein Zwischenlevel oder was? Ein Gewürz, Kräuterkunde, Unterricht. Achso, ja, doch, die Szene hier. Genau. Oha! Ich habe einen Follower. Willkommen, Archikatz. Willkommen in der Engladum Community. Archikatz. Sei gegrüßt. Gut, jetzt haben wir hier noch ein Level bei den Kräuterhäusern. 1 von 5, na toll. So, hier, Lumos.
Wir können ja jetzt eigentlich jeden Zauberspruch. Wir können jetzt überall durch. Giftspray. Ist doch eher hier gegen Käfer. Ich bin mir sicher, ob das so funktioniert, dieses Spray. Da brauchen wir den Zauberspruch für. Na komm. Na komm. Muss wohl gehen, mehrmals gegenhauen. Jetzt einmal die Brille aufsetzen. Sehr schön. Bin mir nicht sicher, ob wir das zerstören sollen. Die fleischfressende Pflanze befreien. Ui. Ach ja, das sollten wir so. Da befreien wir den Weg. Da machen wir den Weg frei, so dran vorbei können. Ein kleiner Pflanzencocktail-Mix. Ein Blumenstrauß. Ah, hier gibt's was Unsichtbares, was wir machen können. Sehr schön. Ein paar Stats. Okay, was machen wir damit? Ach so, das war eine von diesen, von den Dingern hier. Den Eingang freiräumen. Sehr schön. Okay, so nah können wir nicht ran. Okay, ein weiteres Rätsel. Und hier noch. Das müssen wir beherrschen. Eine Art Dünger. Na komm. Da haben wir die nächste Wurzel entfernt. Da war es noch eine. Sehr schön. Was gibt's da oben? 3 von 5. Wo Nummer 5 von 5 steht, weiß ich ja schon. Da draußen. Da komme ich gerade scheinbar nicht ran. Na dann. Noch ein bisschen Aquamenti. Wollte gerade fragen, kriegen wir dich so besiegt? Ja, kriegen wir dich. So, die Pflanze ist besiegt.
Mal hier mal hoch, hier mal hoch, noch ein bisschen was zaubern. So, sehr schön. Ein bisschen Unkraut entfernen. Auch wenn es kein Unkraut ist. Die Kräuterkunde, die daran ziemlich drüber freuen, hier dass wir den Garten kaputt machen, randalieren, Randade, Yippie. Joa, gut. Das ist scheinbar 4554. Ja, 4 von 5 vor 5 von 5 finden. Weiß jetzt auch nicht mehr. So, Pflanze zerstört. Sehr schön, weiter geht's. Der Weg ist nicht länger versperrt. Ach du Schreck. Schreck das nach. Die nächste Ebene. Wird hier wieder ein Level lang in die Länge gezogen. Dafür haben wir hier bessere Chancen, die 100% Stats zu erreichen. Jetzt suche ich hier mal zack, 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 die Duster. Und fertig ist es. Fertig ist der Salat. Ein Eis. Das brauchen wir als Trankzutat. Irgendwo für. So, den Steinfelsen können wir jetzt so, so entfernen. Wollte gerade sagen, wirklich da. Slackbone. Oha. Sind wir hier schon reingerannt. Das ist das Gold. Nein, gepumpt. Das ist das Geld in dem Aragog. Das Gift in den Abzapfen. Mantula-Gift. Jo. Ach, hier soll das Grab für die Riesenspinne sein. Ist das Grab nicht ein bisschen zu klein? Kommt mir irgendwie so vor. So, hier mal ein bisschen Lumas-Arbeit. Mit Licht hantieren. Ach, hast du natürlich eine Pumpe aufgebaut. Ja, sehr schön. Wo du das Gift abzapfen kannst. Ich guck grad gespannt auf das. Die Stadtleiste. Ob wir die 100% jetzt hier voll kriegen. Auf jeden Fall eine Zaubertrankzutat hier. Ja, fast. Okay, wo sollen wir die Blume hinbringen? Ach ja, hier. Zaubertrank. Das Eis weiß ich schon, wo es das gibt. Das ist sehr schön. Das hatten wir doch dort hinten. Das Eis.
Na, noch kein wahrer Zauberer. Aber hier, jetzt. Bald. Den Miesli haben wir da nicht mit dabei. Es wird nichts mit der Truhe hier. Aber Funk haben wir jetzt dabei. Okay, der Hund ist jetzt ein wahrer Zauberer. Alles klar. Was machen wir hier mit? Ach, das hier für die Pumpe. Ah, ja, sehr schön. Sehr, sehr gefühlsvoll hier. Und wofür brauchen wir jetzt noch Aquamenti? Irgendwofür brauchten wir jetzt hier noch Aquamenti. So, die Spinne. Hier ist eine Spinne in den Trank zu werfen, auch sehr gefühlvoll bei der Beerdigung von Aragog. Man kennt's. Sehr gefühlvoll. So, hier ist das Eis. So, nur, ach so, explodiert. Und da war die nächste Pumpe. Das Pumpen, den Pumpenknopf. Und dann ein frisch ans Werk. Pumpt der Spinner das Blut ab. Na komm. Hui. Ist wenig Wärme, was. Als ob. Als ob die dem da wirklich das Blut abpumpen. Nicht das Blut. Das Gift abpumpen. Mensch, hey Gott. Es wird alles zerlegt. Oh nein. In der Hinterteile zerlegt und reingepackt. Das ist die Mutter. Das ist doch hier Lily Potter. Weil er sich an Lily Potter erinnert, gibt er ihm die Erinnerung. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. So, Geschichte fortsetzen. Weiter geht's. Wir machen munter weiter. Wir legen. Wir setzen die Geschichte fort. Wir legen weiter. Weiter geht's. Auch heute ohne Zuschauer. Ohne Beteiligung im Chat. Wäre deutlich erträglicher mit. Aber was soll's. Modi ist heute nicht da. Mein Chat ist heute nicht da. Modi ist nicht da. Modi ist das Synonym für Chat. So. Und weiter geht's hier. Natürlich wieder hoch. Die Treppen hinauf. Wieder in Dumbledores Büro. Denke ja. Ich wollte gerade sagen, Ron steht wieder auf der Treppe. Er hat es noch runter geschafft. Jetzt geht es ja wahrscheinlich zur Höhle. Wie hießen die Monster nochmal, die dort drin waren? Das mit Inferi, so hießen die.
In Fieri hießen die Monster. Jetzt haben wir hier erstmal die Änderung. Stuckhorn. Trinken das Buch. Hier sind zwei Horcruxe. Auf zur Klippenbucht. Oder wie auch immer. Ein Teleportationsfelsen. So, sehr schön. Ah, okay, eine Brücke, Ferry. Kommst du rüber? Okay, ist das gerade deren Ernst? Ist das gerade Ernst vom Spiel? Dumbledore kann, also der Tarnumhang, würde gerade sagen, Dumbledore kann entzaubern, den Harry kann entzaubern, den Dumbledore nicht kann. Ja, ein Tarnumhang. Ist Dumbledore weniger Zauber als Harry kann. Soll ich ihn mal schweißen? So. Okay, was machen wir damit? Ich habe keine Ahnung. Kann ich nur ausprobieren. Ah, die Fackel. Jetzt haben wir hier eine Fackel. Ah, sehr gut. Ein Weg nach oben. Spiel jetzt mal Dumbledore. Aus sinnvollen Gründen. Achtung, Spoiler. Spoiler-Alarm. Dumbledore gibt es bald nicht mehr. Der ist gleich im nächsten Kapitel tot. So können wir ihn jetzt nochmal spielen. Lumos. Da muss aber Harry mal kurz ran. Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor. Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor. Falsch? Nee, war richtig. Eine Treppe. Hinüber. Hier gibt's nächstes ein Rätsel. Was wir machen. Wir müssen, um in die Höhle reinzukommen. Lumos brauchen wir ja nicht unbedingt. So düst das ist ja auch nicht. Hier geht's nach links. Ah, okay. Da hätten wir doch die ganze Zeit einfach hier rüber gehen können. Ja, aber da hatten wir das noch nicht freigeschaltet. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, das Teil. Ein bisschen puzzeln hier. Das kommt dorthin. Das kommt dorthin. Und das kommt dann dorthin. Sehr schön. Und weiter geht's voran hier.